Hallo aus der Pappburg. Gestern ist viel passiert, wie zum Beispiel das Feuer in der Bäckerei mit zwei Verletzten. Und der schönste Betrieb wurde gewählt. Auf Platz 3 ist das Ordnungsamt und die Zeitung. Auf Platz 2 ist das Fernsehen. Und der schönste Betrieb 2010 in der Pappstadt ist das Krankenhaus. Viel Spaß! Gestern ist in der Bäckerei ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und die Verletzten retten. Hilke war live vor Ort, Film ab und viel Spaß. Und jetzt seht ihr die Grüße von euch an andere und die Grüße an Tobias. Und ich fange schon mal an und grüße Ragnar, der alles so toll schneidet, die ganze Show organisiert. Tschüss, viel Spaß. Ich grüße Erik, Christoph, Thilo und Tobias. Ich grüße die beste Betriebsberaterin Anna. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Pappstadt. Und zwar wollte ich noch sagen, es war eine super schöne Pappstadt mit euch. Es hat mich sehr gefreut, hieran teilnehmen zu dürfen. Und wenn ich heute Abend nach Hause gehe, werde ich mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge diese Pappstadt 2010 verlassen. Ich will auf jeden Fall noch meine Klasse und auch die Parallelklasse ganz, ganz lieb grüßen und vor allen Dingen alle Kinder dieser Pappstadt und natürlich vor allen Dingen meine Kinder aus meinem Betrieb, aus dem Supermarkt und aus dem Baumarkt. Und Ellen hat noch ein paar ganz wichtige Grüße zu verkünden. Ellen, komm schnell! Ich grüße
die allerbesten Betriebsberater Karin, Galina und Stefanie. Also ich grüße die wilden Kids, weil die immer ganz tolle Sachen aufführen. Dann grüße ich natürlich noch die Betriebsberater Imke, Katrin und Karina und mein Ehemann Thomas. Ich grüße Maike von der Molkerei und grüße die wilden Kids und die Pappstadtbürger. Also ich grüße alle Pappstadtbürger und auch gestern, dass die alle so toll gespendet haben. Das war echt klasse von euch. Danke nochmal. Unsere Betriebsberater Karina, Katrin, Wilke und Imke. Mein Name ist Dr. Jekyll, ich bin Mr. Hyde und wir möchten alle Pappstädter grüßen, sowie das gesamte Team, das hier involviert war an den Mitarbeitern, sowie die Fachschule für Sozialpädagogik und die Mitarbeiter des Jugendzentrums. Ja, das war's dann eigentlich schon. Ich grüße alle Pappstädter, alle, die hier so fleißig mitgeholfen haben, alle, die hier jetzt gerade vor der Kamera rumwurschteln und mich durcheinander machen. Ich grüße meinen Freund, der steht gerade neben der Kamera und macht auch Blödsinn, komm mal her. Er will nicht, er weigert sich, er hat Angst. Das war eine ganz tolle Pappstadt, das war für uns alle eine ganz super Erfahrung. Ich möchte auch noch ganz doll Jürgen und Dalli und die ganzen anderen Mitarbeiter grüßen und denkt immer an Hundewelpen. Grüße jemanden. Nee. Bitte. Nee. Nein? Nee, frag Marvin. Der sitzt. Keine Freunde? Sitzt hinter mir. Nee, ich habe keine Freunde. Ja, keine Freunde, der arme Junge. Ich, wie heißt du? Niklas. Ich grüße Niklas, weil er keine Freunde hat. Niklas hat einen Freund, Marvin. Ja. Niklas hat einen Freund. Ich grüße auch Marvin, weil die beide keine Freunde haben. Zu Marvin. Oh, ich grüße Niklas und Marvin, weil die keine Freundin haben. Die tun mir ein bisschen leid. Keine Freunde. Eine Freundin hat er, aber Freunde hat. Ich werde neidisch. Aber das reicht ja auch, oder? Und jetzt die Outtakes. Gerade sind es immer heißer, noch den Wien, da leiser. Das war die letzte Pop-TV-Sendung für dieses Enjoy yourself, watch yourself, enjoy yourself. Halten jetzt 36 Grad oder 46 Grad. Das war die letzte Pop-TV-Sendung für dieses Jahr. Wir wünschen euch noch viel Erfolg für die Zukunft. Alle unsere Zeit wieder.